Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin könnte die NATO so hart treffen, dass das Bündnis sich nur schwer davon erholen wird. Das Interview brachte Putin und Russland, Fans auf der ganzen Welt ein, da die Menschlichkeit des Ostens seit langem wieder sichtbar wurde. So könnte Schweden auch seine Meinung über einen NATO-Beitritt ändern und zu seiner alten Haltung zurückkehren. Die NATO würde einen ihrer wichtigsten Neuzugänge verlieren und mit ihr eine mächtige Luftwaffe, die von einem so starken Kampfflugzeug der vierten Generation angeführt wird, dass die sechste überflüssig erscheint. Die sechste Generation ist das Ergebnis der Lehren, die aus früheren Kampfjets gezogen wurden, verbunden mit technischen Fortschritten. Sie ist eine zukunftsweisende Weiterentwicklung. Die USA, Russland, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Großbritannien und andere Weltmächte liefern sich einen Wettlauf um den Bau des besten Kampfflugzeugs der sechsten Generation. Das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Obwohl Schweden die Chance hatte, sich an mindestens zwei dieser Programme der sechsten Generation zu beteiligen, hat das Land dies abgelehnt. Im Jahr 2019 unterzeichnete Schweden dann eine Vereinbarung für das von Großbritannien geführte Global Combat Air Program, stieg dann aber aus dem Programm wieder aus. Dass Schweden die Programme der sechsten Generation vorerst ignoriert, liegt an einem Kampfjet der vierten Generation, das seinerzeit weit voraus ist. Dem JAS Gripen. Mit diesem Kampfflugzeug im Einsatz ist Schweden gut geschützt und kann sich daher entscheiden, sich keinem der beiden großen, von Europa geführten Kampfjet-Programme der sechsten Generation anzuschließen. Zu diesen Programmen gehören das Future Combat Air System Program von Frankreich, Deutschland und Spanien sowie das eben erwähnte Global Combat Air Program von Großbritannien, Italien und Japan. Schweden schließt die Idee der sechsten Generation nicht völlig aus. Tatsächlich hat das Land einen genauen Plan für die Anschaffung von so einem Kampfjet ausgearbeitet. Zwischen 2023 und 2025 soll es eine Konzeptionsphase geben, während in einer zweiten Phase zwischen 2026 und 2030 das Konzept und die Technologie entwickelt werden sollen. Am Ende dieser beiden Phasen würde Schweden die Betriebsanalyse, die Systemkonzepte und die Vorführflugzeuge erstellen. Für Schweden ist das Kampfjet der sechsten Generation also immer noch ein Erkundungsprogramm und nicht ein Beschaffungsprogramm. Die Beschaffung des Kampfflugzeugs selbst würde erst nach diesen ersten beiden Phasen erfolgen, wenn andere Länder ihre Kampfjets schon einsetzen werden. Während andere Nationen ihre Flotte der sechsten Generation im Eiltempo aufbauen, haben die Gripen der schwedischen Luftwaffe dem Land viel Zeit verschafft, denn sie haben starke generationsübergreifende Fähigkeiten. Der JAS 39 Gripen ist ein Überschall-Mehrzweck-Kampfflugzeug, das vom Flugzeug- und Rüstungskonzern Saab AB gebaut wird. Er wurde 1996 eingeführt, aber dank stetiger Verbesserungen ist das fast drei Jahrzehnte alte Kampfflugzeug heute ein modernes Modell, das die Lüfte beherrscht. Die neueste Version des Kampfflugzeugs mit den aktuellsten und größten Upgrades ist der Gripen E. Der Gripen E wurde als überlegener Metallvogel gebaut und seine Hauptmerkmale sind auf das Maximum gesteigert. Das Ergebnis sind die folgenden kampfentscheidenden Fähigkeiten. Rumpfteil. Das Herzstück der übermenschlichen Wendigkeit des Gripen E ist sein Rumpf. Dieser wird durch Kanatsteuerflächen und einen Deltaflügel verstärkt, der bei allen Geschwindigkeiten eine hohe Auftriebskraft erzeugt. Der Gripen E ist so konstruiert, dass er mit 70 bis 80 Grad Anstellwinkel fast die Gesetze der Physik bricht. Um diese gewollte Instabilität auszugleichen, ist das Flugzeug mit einer sogenannten Fly-by-Wire-Steuerung versehen, die ein dynamisches Gleichgewicht ermöglicht, während das Flugzeug durch die Luft stößt. Triebwerk. Das einzelne General Electric F414G-Triebwerk erzeugt eine Schubkraft von umgerechnet über 98 kN. Dieser Schub und die digitale Triebwerksteuerung treiben das Kampfjet auf Höchstgeschwindigkeiten von Mach 2 mit Supercruise-Fähigkeiten. Das heißt, der Jet fliegt mit seiner gesamten Ladung schneller als die Schallgeschwindigkeit, ohne Nachbrenner einzusetzen. Und dank der modularen Bauweise, die verhindert, dass sich Ausfälle auf alle wichtigen Systeme auf einmal auswirken,
hat der Gripen E eines der zuverlässigsten Triebwerke der Welt, das bis zum Jahr 2010 mehr als 143.000 Flugstunden ohne einen einzigen triebwerksbedingten Ausfall hinter sich gebracht hat. Cockpit. Das Cockpit soll eine Ergänzung zum Verstand und Körper des Piloten sein. Eine absolute Mensch-Maschine-Kollaboration, die durch ein sogenanntes Hands-on-Throttle-and-Stick-Steuerungsprinzip möglich ist. Dabei übernimmt ein zentral angebrachter Steuerknüppel, der mit einem digitalen Triple-X-Fly-by-Wire-System verbunden ist, den Großteil der Arbeit, vom Fliegen des Flugzeugs bis zur Steuerung der Waffensysteme im Cockpit und des Wide-Area-Displays. Dieses Display, das von einem Helm-Display-System unterstützt wird, versorgt die Piloten durch smartes Informationsmanagement mit allen notwendigen Missionsinformationen auf einer intuitiven Oberfläche. Das Ergebnis ist ein hervorragendes Lagebild und die Fähigkeit, in perfekter Zusammenarbeit mit taktischen Einheiten am Boden, auf dem Meer oder im Weltraum zu arbeiten. Waffenladung. Der Gripen E ist mit bis zu 10 Haltepunkten ausgestattet und kann eine beachtliche Ladung von umgerechnet 6 Tonnen verschiedenster Waffen tragen, wie zum Beispiel die lasergesteuerte GBU-Bombe, die Kurzstreckenrakete IRIS-T, die Luft-Luft-Raketen MBDA Meteor und AIM-9 Sidewinder, die Luft-Boden-Raketen AGM-65 Maverick, die Schiffsabwehrraketen RBS-15 und mehr. Diese Waffen arbeiten eng zusammen, damit der Jäger überleben kann und im Kampf gegen jedes Ziel im Vorteil ist, egal ob es ein anderes Kampfflugzeug am Himmel, ein Panzer am Boden, ein Schiff auf See oder ein Superheld ist, der versucht, sich einen Namen zu machen. Luftwaffen, die den Gripen E kaufen, haben die Wahl, ihre Waffen von jedem beliebigen Hersteller zu beziehen, der ihr Interesse weckt, während sie sich sicher sein können, dass der Gripen E dank seines leichten und robusten Rumpfs mehr als fähig ist, sie zu tragen. Der Gripen E ist außerdem mit einer elektronischen Kriegsführung ausgestattet, die aus einem kugelförmigen 360-Grad-Raketenwarnsystem besteht, das den Radar aktiv stören oder in einem nicht erkennbaren passiven Modus arbeiten kann, je nachdem, wie viel Tarnung für die Mission erforderlich ist. Und das ist noch lange nicht alles. Wenn sich neue Technologien entwickeln, kann der Gripen E weiter aufgerüstet werden. Das ist der Vorteil eines flexiblen, anpassungsfähigen Systems. So hat sich der Gripen, der in den 90er Jahren als Kampfflugzeug der 4. Generation gebaut wurde, so weiterentwickelt, dass er es mit getarnten Kampfjets der 5. Generation aufnehmen kann, da er selbst getarnt ist. Und er entwickelt sich sogar noch weiter. Alle diese Entwicklungen haben den Gripen zu einem wahren Biest in der Luft gemacht, das in den sogenannten Dogfights im Nahkampf fast nicht zu schlagen ist. In den vielen Jahren, in denen der Gripen in Schweden, Brasilien, Südafrika und Ungarn im Einsatz war, wurde er mit vielen starken Rivalen verglichen. Heute sind es Jäger der 6. Generation, früher war es die F-35 Lightning II der 5. Generation. Und davor war es der F-16 Fighting Falcon und andere. In all diesen Duellen hat sich der Gripen eindrucksvoll behauptet, sowohl im übertragenen Sinne als auch in echten Luftkämpfen. Bei der sogenannten Red Flag handelt es sich um eine zweiwöchige Luftkampfübung, die die US-Luftwaffe mehrmals im Jahr durchführt. Sie bietet ein realistisches Luftkampftraining für Militärpiloten der USA und ihrer Verbündeten. Sie ist eine der härtesten Übungen dieser Art. Bei Red Flag 2006, dem ersten Mal, als der Gripen an der Übung teilnahm, wurde ein Star geboren. Trotz der geringen Anzahl an Frühwarn- und Kontrollsystemen in der Luft und der wenigen Bodenkontrollen schalteten die Gripen ihre Verbindungssysteme zusammen und übernahmen diese Aufgaben füreinander. Dies verschaffte jedem Gripen das nötige Lagebild und half ihnen, die Bodenverteidigung zu umgehen. Das Ergebnis? 10 Abschüsse am ersten Tag, darunter ein Taifun. Am Ende der Übung ging kein einziger Gripen in einem Luftkampf verloren. Und auch die Missionsziele wurden nicht verfehlt. Tatsächlich konnte ein einziger Gripen im Luftkampf 5 F-16 abschießen. Das erste Anzeichen dafür, dass der Gripen wahrscheinlich eine größere Herausforderung braucht. Bei einer anderen Gefechtsübung mit der königlichen norwegischen Luftwaffe traten 3 schwedische Gripen in 3 Kampfrunden gegen 5 F-16 der norwegischen Luftwaffe an. In jeder Runde wurden alle 5 F-15 abgeschossen, während nur eine Gripen ausschied, und das war in der 3. Runde.
Bei Loyal Arrow in Schweden trat der Gripen gegen die F-15 an, einen älteren Bruder der F-16. Drei F-15 der US Air Force wurden von einem Gripen abgefangen, der als Angreifer fungierte. Das Ergebnis war, dass zwei F-15 abgeschossen wurden und einer entkommen konnte. Zur Verteidigung der F-15 sei gesagt, dass sie sich im Rücken der Gripen befanden. Trotz der Wendigkeit und Unbesiegbarkeit des Gripen ist das Kampfflugzeug immer noch eines der am häufigsten genutzten Kampfflugzeuge der Welt. Nach der Landung zum Auftanken oder Aufrüsten ist das Kampfflugzeug fast immer bereit, wieder in die Lüfte zu steigen, während viele andere Kampfflugzeuge für eine Neubewertung warten müssen. Mit all diesen Fähigkeiten, die der Gripen perfektioniert hat, ist Saab stark darauf aus, den Gripen an Luftwaffen zu exportieren, die den Himmel beherrschen wollen, in einem Exportmarkt, der derzeit von der F-35 bestimmt wird. Um die Kunden zu überzeugen, muss der Gripen ein Zeichen setzen. Und die Chance dazu hat er jetzt, da die Ukraine Kampfflugzeuge anfordert, um die russische Invasion abzuwehren. Jetzt stellt sich für den Gripen die Frage, wie geht es weiter? Die Ukraine befindet sich wohl im größten Krieg in der Geschichte des Landes. Kampfjets sind eine ständige Forderung. Im Mittelpunkt steht die F-16, aber auch die Gripen ist ein Thema. Außerdem hat die Ukraine um eine Einsatzbewertung des schwedischen Kampfflugzeugs gebeten. Als Antwort darauf hat die schwedische Regierung offiziell angekündigt, Piloten und Bodenpersonal aus der Ukraine in Betrieb und Wartung von Gripen-Kampfflugzeugen zu schulen. Aber seit dem Tucker Carlson-Interview mit Putin, in dem er die russische Seite des Krieges erklärt, könnten sich diese Pläne stark ändern. Schweden ist nicht gerade dafür bekannt, sich für eine Seite zu entscheiden. Ein Grund, sich nicht für eine Seite zu entscheiden, könnte ausreichen, um genau das eben nicht zu tun. Und die Gripen, so hilfreich sie für die Ukraine auch sein mögen, könnten dann am Boden bleiben. Der JAS 39 Gripen, ein Konkurrent der 4., 5. und jetzt 6. Generation, ist aus den richtigen Gründen immer wieder in den Nachrichten. Er hat die Nationen fast 3 Jahrzehnte lang beschützt und wird dies auch in den kommenden Jahrzehnten tun. Um diesen tadellosen Jäger zu würdigen, abonniere diesen Kanal und gib diesem Video ein Like. Vielen Dank fürs Anschauen.